langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Ich habe zum Fest ein Solo einstudiert. Willst du es hören? Nein, danke. Ich kann jetzt nicht. Ich muss noch meine Geschenke unter den Baum legen. Vielleicht später. Tschüss. Hey, Muffi, willst du mein Solo hören? Ich hasse Soli. Vorsicht, Schlümpfe. Passt auf, dass nichts runterschwappt. Klamsi, Achtung. Nicht so schnell, Hefti. Vorsicht, es ist rutschig. Hey, Schlümpfe, wollt ihr mein Solo hören? Im Augenblick nicht, Harmonie. Du weißt doch, was Papa Schlumpf uns immer sagt. Der große Pudding ist schließlich einer der wichtigsten Bestandteile des Weihnachtsfestes. Und durch auch nur die geringste Ablenkung könnte das Gelingen des Puddings gefährdet sein. Kein Schlumpf hat mehr Sinn für gute Musik. Pauli, willst du mein Solo hören? Na, packst du Geschenke, Joki? Ja, das wird meine besondere Festtagsüberraschung. Ein Geschenk für jeden Schlumpf. Hast du auch eine Überraschung? Klar, ich habe ein Solo einstudiert. Willst du es hören? Moment, nein, warte. Harmonie, aufhören! Jetzt kann ich von vorne anfangen. Schau, was du angerichtet hast. Ach, ich kann es kaum abwarten, bis er fertig ist. Das ist der beste Pudding, den ich je gemacht habe. Und ich habe ihn heil hierher getragen. Ich bin sicher, dass Papa Schlumpf auf mich stolz sein wird. Horty hat den besten Pudding seines Lebens gemacht und ich? Willst du vielleicht mein Solo hören? Halt es ein bisschen höher. Vorsichtig mit den Kugeln. Jetzt etwas niedriger, Schlumpfine. So ist es gut. Wunderbar. Ach, all meine kleinen Schlümpfe sehen so glücklich aus. Ich glaube, das wird das schönste Weihnachtsfest, das wir je hatten. Und seit eh und je geht der Weihnachtsmann am Heiligabend auf seine Reise. Er hat einen weißen Bart, eine rote Kapuze und über seiner Schulter trägt einen großen Sack mit Spielsachen. Und damit besucht er alle Kinder dieser Welt. Und bringt uns Geschenke. Ich kann es kaum erwarten, Großvater. Gibt's den Weihnachtsmann wirklich, Großvater? Nun, als ich ein kleiner Junge war, wäre Heiligabend ohne Weihnachtsmann kein richtiger Heiligabend gewesen. Heiligabend? Bäh! Ich hasse Feiertage, aber am meisten hasse ich dieses grässliche Weihnachtsfest. Wenn ich nur an diese miesen blauen Schlümpfe da draußen denke, die ihre kleinen Geschenke packen mit all ihrer Liebe und ihren guten Wünschen. Es ist ekelhaft, es widert mich an. Asreihe, du selten blöde Katze. Ich werde dich in einen fliegenden Fußabtreter verwandeln und dann... Was ist das? Mutters altes Rezept, das Leben mies zu machen. Ach, das ist es. Damit werde ich diesen Schlümpfen ihr Weihnachtsfest verderben. Oh, das wird eine Freude. Ich werde ihnen das Weihnachtsfest so vermiesen, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden. Na, na, jetzt noch nicht, Torti. Ich wollte nur probieren, ob er schon fertig ist, Papa Schlumpf. Oh nein, das ist überhaupt nicht wahr, Torti. Du wolltest einen Happen für dich wegnehmen und das ist sehr selbstsüchtig und unschlumpfig. Schlaubi. Außer dir gibt es noch 99 andere Schlümpfe und die wollen auch... Hey, Schlaubi, willst du damit sagen? Wir wollen alle gleiche Anteile an dem Pudding. Schlaubi! Danke sehr. Nun, wie wir alle wissen, ist der große Pudding nicht fertig, bevor nicht die letzte Zutat hinzugefügt ist. Du meinst die große Walnuss, Papa Schlumpf?
Natürlich die große Walnuss. Du meinst die große, pralle, köstliche Walnuss? Du hast sie gegessen. Tut mir leid, Papa Schlumpf, ich konnte nicht widerstehen. Ist schon gut, Torti. Ich werde mir eine andere vom Eichhörnchen borgen. So, Azrael, dieses herrliche Rezept ist erst komplett, wenn alle gemeinen Zutaten dran sind. Mutters eigene süße Erfindung. Eine Essenz aus Rattenfett. Oh, was für ein wundervolles Gefühl, dass es diese grässlichen Schlümpfe bald nicht mehr geben wird. Ah! Ich verstehe das nicht. Was ist denn falsch gelaufen, Azrael? Ich habe Mutters Rezept genau befolgt, bis auf den letzten... Tropfen. Na komm schon, ich hab sie. Ich hab sie, Papa Schlumpf. Naja, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Dank dir, Eichhörnchen, und frohes Fest. Oh, Azrael, wenn ich daran denke, dass Weihnachten vor der Tür steht und diese ekelhaften Schlümpfe da draußen singen und tanzen und lachen. Das macht mich so verdammt wütend. Wenn es mir doch nur gelingen würde, sie endlich zu vernichten, dann würde ich... Wer klopft denn da? Hallo? Wer seid ihr denn? Hä? Bitte, lieber Herr, unser Schlitten ist umgekippt und der Großvater liegt drunter. Würden Sie uns bitte helfen? Habt ihr denn auch Geld? Nein. Dann haut ab, ich hab zu tun. Oh Mann, ist der gemein. Ja, das ist er. Komm, William, wir werden schon jemanden finden, der uns hilft. Die Kinder müssten längst hier sein. Ich hätte ihnen nie erlauben sollen, die Reise mit ihrem Großvater zu machen. Startet sofort eine Suchaktion. Ja, Herr. Ist Großvater jetzt im Himmel, Gwennyware? Er wird sicher wieder zu sich kommen. Wir müssen bloß bald jemanden finden, der uns hilft. Diese beiden Kinder hatten vielleicht Nerven, mich einfach in meiner Arbeit zu unterbrechen. Also nochmal. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, zwei Tropfen Fledermausspeichel und... Nein, dieses Rezept ist viel zu schwach. Meine Güte! Es muss doch ein Mittel geben, die Schlümpfe zu vernichten. Wer sind Sie? Wer ich bin, ist nicht wichtig. Wichtig ist einzig und allein, dass ich dir die Macht geben kann, die Schlümpfe zu vernichten. Interessant. Und was wollen Sie dafür? Ich will die beiden Kinder, die sich im Wald verlaufen haben. Darf ich vielleicht auch fragen, warum? Rache. Einfach Rache. Bailiff, der Onkel dieser Kinder, strotzt nur so vor Güte und er mischt sich ständig in meine Geschäfte ein. Immer wieder hat er mich daran gehindert, meine Taten auszuführen. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, mich an ihn zu rächen. Ich werde die beiden Kinder entführen lassen. Natürlich könnte ich die Kinder auch selbst entführen, aber sagen wir mal, es tut mir weh, auch nur in der Nähe von Güte zu sein. Deshalb brauche ich dich. Ich verstehe. Und die Schlümpfe? Auf dieser Rolle ist der Weg zum Dorf der Schlümpfe aufgezeigt. Und was zu tun ist, wenn du da bist. Oh ja, ja, ich werde sofort losgehen. Erst die Kinder, dann die Schlümpfe. Oh ja, natürlich, ich... Kinder, Wo können die beiden Belger nur stecken? Kinder, Hallo, wir suchen nach zwei kleinen Kindern, meine Nichte und meinen Neffen. Haben Sie sie gesehen? Nein, leider nicht. Sie hatten einen Unfall. Der Schlitten des Großvaters hat sich überschlagen. Er ist nicht verletzt, aber wir können die Kinder nicht finden. Oh, die armen Kinder. Ich werde selbstverständlich meine Augen offen halten, mein Herr. Ich biete Ihnen eine Belohnung. 10 Goldmünzen, wenn Sie sie zurückbringen. Wie sagten Sie, 10 Goldstücke, das ist aber großzügig. Die Hauptsache ist natürlich, dass die lieben Kinderchen gerettet werden. Oh, ich bete, dass es ihnen gut geht. Also gut, hoffen wir, dass einer von uns die Kinder findet. Und ein frohes Fest, guter Mann. Oh, euch allen auch frohe Weihnachten. 10 wundervolle Goldmünzen, tja, vielleicht, Azrael, gibt es einen Weg, beides zu bekommen. Die Schlümpfe und das Gold. Huhu, Kinder, huhu! Ich hab Angst, Gwennyware. Armer Großvater.
Keine Angst, William. Es wird bestimmt schon wieder alles gut werden. Stille Nacht, heilige Nacht. Psst! Hör mal, Papa Schlumpf. Das hört sich an wie ein Kind. Ja, genau das wollte ich sagen, Papa Schlumpf. Ich bin der Meinung, wir sollten alle... Hey, wartet auf mich! Heul der Knabe im Loch. Wölfe! Aufhören, hört auf, sag ich. Pfui, pfui, pfui. Ihr dürft diesen Kindern nichts zuleide tun. Sie sind unsere Freunde, versteht ihr? Das ist der Weihnachtsmann. Ja, das muss er sein. So ist schön. Gut so. Nun macht euch auf den Weg, meine Freunde. Bitte, unser Großvater ist verletzt und braucht Hilfe. Unser Schlitten hat sich überschlagen und er... Wo ist euer Großvater? Er ist noch beim Schlitten. Heftig, Schlaubi und Klamsi, auf zum Schlitten. Ja, Papa Schlumpf. Schlumpfine, lauf zurück ins Dorf. Ich brauche Hilfe für diese Kinder. Ja, Papa Schlumpf. Also, meine Kinder, macht euch keine Sorgen. Bist du der Weihnachtsmann? Oh, der Weihnachtsmann, ich. Da ist er, kommt her. Tut mir leid, Hefti. Siehst du irgendwo einen Großvater, Schlaubi? Überhaupt nicht, Hefti. Aber hier müssen eine ganze Menge Menschen gewesen sein. Gut, dann sollten wir jetzt zurückgehen und Papa Schlumpf alles berichten. Hefti, Schlaubi, guck mal da. Weißt du, was da geschrieben steht, Hefti? Was da geschrieben steht, ist nicht wichtig, Klamsi. Was es bedeutet, ist das einzig Wichtige. Oh, also nun lies schon. Also, Gwenwyr und William, eurem Großvater, geht es gut. Bleibt beim Schlitten, ich werde zurückkommen. Ich liebe euch, Onkel Edgar. Die Nachricht ist auf keinen Fall für uns gedacht. Obwohl wir hier sind. Drei kleine blaue Flecken in der weißen Wildnis. Hey, wartet auf mich! Der Trick, Azrael, ist es, die Kinder dem Fremden zu übergeben, das Schlumpfdorf zu vernichten und dann diesen guten Onkel zu dem Fremden zu führen und die Belohnung zu kassieren. Ja, ist das nicht genial, Azrael? Der beste Plan, den ich je hatte. Huhu, Kinder! Großvater wird staunen, wenn er hört, dass wir den Weihnachtsmann getroffen haben. Und all seine Helfer. Der ganze köstliche, wundervolle Pudding und ich habe nicht einen... Oh, Toki, sei gefälligst nicht so selbstsüchtig. Es ist Festtagszeit. Du solltest geben und nicht nehmen. Und da ihr weit von zu Hause weg seid an diesem Heiligabend, möchte ich euch dieses kleine Geschenk übergeben. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir, Weihnachtsmann. Was ist ein Weihnachtsmann? Oh, das ist ja wunderschön. Dankeschön. Papa Schlumpf! Ich hab den Schlitten gefunden, Papa Schlumpf. Es war ein Zettel dran. Er war von eurem Onkel und es stand drauf, dass es eurem Großvater gut gehe. Und er will, dass ihr beide beim Schlitten bleibt, denn er wird zurückkommen. Das ist eine gute Nachricht. Oh, Weihnachtsmann, ich bin so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, meinen Großvater und meinen Onkel wiederzusehen. Können wir unsere Geschenke fertig auspacken, bevor wir gehen? Aber natürlich, William. Ihr könnt alle öffnen. Ich hasse Geschenke. Nur sei doch mal ein bisschen nett, Muffi. Hier ist ein kleines Lied, das wir jede Weihnachten singen. Es ist sehr alt und sehr wahr. Fühle den Böse überstehen. Liebe lässt das Schlechte übersehen. Hoffnung und Vertrauen, darauf wollen wir alle bauen. Fühle wird das Böse überstehen. Versucht mal mitzusingen, Kinder. Güte wird das Böse überstehen. Jawohl, so ist schön. So, Hefti, Schlaubi, Schlumpfine, sucht etwas Holz. Wir machen ein großes Signalfeuer. Ja, Papa Schlumpf. Gargamel. Ja! Gargamel! Lass mich los! Bitte, lass mich runter! Weihnachtsmann, hilf uns! Ruhig, ihr Belger, oder ich gebe euch meinem Kater zum Fraß. Komm her, Azrael! Um die Schlümpfe kümmern wir uns später. Papa Schlumpf, was will der gemeine alte Gargamel mit den Kindern machen? Ich weiß es nicht, Schlumpfine, aber er hat bestimmt nichts Gutes vor. Was sollen wir machen, Papa Schlumpf? Da gibt's nur eins, Schlaubi, wir müssen sie verfolgen. Bitte, lass uns doch gehen! Was willst du mit uns machen? Das ist mein süßes Geheimnis. Gargamel! Die Kinder gehören jetzt mir, wie vereinbart. Ja, natürlich, wie vereinbart. Hier, nehmt sie, mein Ehrenwort ist Gold wert. Ja, das habe ich mir gedacht. Mit diesem Fremdling stimmt was nicht.
Und hier ist, wie vereinbart, der Plan, mit dem du die Macht hast, das Dorf